Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Heute wollen wir ein bisschen sprechen über World of Warcraft Shadowlands. Immer wieder werde ich im Livestream gefragt, Moonboon, du spielst ja so viel Classic, wirst du denn auch Shadowlands wieder anschauen? Gerade weil ich auch eben kein BFA mehr spiele, beziehungsweise nicht viel in letzter Zeit, seit 8.2 eigentlich fast gar nicht mehr. Ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, aber ich weiß nicht, wie lange das hält, müssen wir mal schauen. Ich werde immer wieder gefragt, wie sieht es denn dann aus mit Shadowlands? Wirst du einfach bei Classic bleiben oder geht es weiter zu Shadowlands? Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist seit dieser Woche die Beta draußen und ich habe sie bekommen. Und darüber möchte ich aussprechen. Also, Punkt 1 Beta, Shadowlands. Punkt 2, was machen wir, wenn Shadowlands rauskommt? Fangen wir an mit der Beta, weil das ist einfach das Thema, weil es jetzt zeitlich am nächsten ansteht. Ich habe den Zugang bekommen und ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe Videoideen, die ich gerne umsetzen möchte. Und ich betone hier das Wort möchte, weil viele Leute, habe ich bei zum Beispiel dem Star Wars Sponsoring gemerkt, viele Leute, die setzen gleich möchte mit werde. Ne? Möchte bedeutet nur, ich würde gerne, ich versuche es. Das heißt nicht, es wird, aber ich möchte Videos bringen, die Shadowlands Beta vergleichen mit Classic, weil WoW Classic mir deutlich mehr Spaß macht als Retail momentan und ich denke meinen Zuschauern auch, sonst wären sie nicht mehr hier. Und ich möchte bestimmte Bereiche vergleichen. Zum Beispiel, wir wissen ja, dass in Shadowlands die Klassen überarbeitet wurden und wieder mehr Grundfähigkeiten haben. Dass es weggeht vom Spec und wieder hin zur Klasse, die Identität. Das möchte ich mir anschauen, vergleichen mit WoW Classic, wie es da aussieht. Ich möchte die Level Experience, ne, die ja auch komplett überarbeitet wurde in Shadowlands, möchte ich vergleichen mit der Level Experience in Classic. Solche Sachen. Ich will jetzt nicht schon tief ins Thema einsteigen, aber solche Sachen möchte ich mir anschauen, auf jeden Fall. Ne? Leveln vergleichen mit Classic, die Loot-Verteilung vielleicht vergleichen mit Classic. Klar, gab es kein M+, aber Titanforging soll ja auch raus sein und so. Wisst ihr, ich will einfach gucken, vom Gefühl her, ich will keine Wissenschaft draus machen, vom Gefühl her, Menschen, die Classic spielen, könnte ihnen Shadowlands gefallen? Das ist so die Frage, die ich eigentlich abdecken will. Und so ein paar Features möchte ich vergleichen. Wie gesagt, möchte. Denkt immer dran, ich habe noch einen Beruf, ich habe noch Twitch, wo ich auch so oft streamen möchte wie möglich. YouTube steht immer an Platz 3 von dem Ganzen, aber ich versuche es. Ich habe mich auf die Beta gefreut, weil ich genau solche Videos machen wollte. Ich habe die Idee schon lange, schon seit die Alpha draußen ist. Aber da habe ich leider noch nie Zugang gekriegt bisher. Von daher, jetzt schauen wir einfach mal. Das habe ich vor für die Beta und ich möchte gerne ein paar Videos raushauen dafür. So, was machen wir denn, wenn Shadowlands released? Ich wurde schon gefragt, ob ich Allianz oder Horde spiele, auf welchem Server ich spiele, ob es wieder die Gilde geben wird, etc. pp. Dazu einfach ein paar Worte. Es wird sich absolut nichts verändern. Ich bleibe auf Egwin, ne, weil der meiste Content funktioniert sowieso serverübergreifend, bis auf höheres mythisches Raiden oder überhaupt mythisches Raiden am Anfang. Und das habe ich nicht vor. Also ich bleibe, wie ich bin, auf Egwin Allianz-Seite und ich werde höchstwahrscheinlich aber nicht meinen Priester weiterspielen, meinen Moonboon, sondern ich werde auf Paladin wechseln. Der Grund dafür ist, dass mir einfach Heilen an sich keinen Spaß mehr macht. Ich habe seit Wrath of the Lich King durchgehend den Diszi als Main gespielt. Immer, in jeder Expansion, nacheinander. Und ich glaube wirklich, dass es einfach... Es ist gut jetzt. Ich habe jetzt 10 Jahre lang den Diszi gespielt und immer geheilt. Und es macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß, muss ich sagen, Leute zu heilen und sich immer wieder aufzuregen und so. Das Leben als DD ist dann doch ganz schön einfach im Vergleich dazu und stressfreier. Deshalb möchte ich auf jeden Fall meinen Vergelter-Paladin spielen in Shadowlands mit... Second Spec so ein bisschen auf Tank, weil das hat mir auch schon immer Spaß gemacht, ab und zu mal ein Dungeon tanken, ich will jetzt nicht Main Tank werden, um Himmels Willen, aber ab und zu mal ein Dungeon tanken oder auch mal ein Raid, das ist immer so, ich bin da immer so nervös und aufgeregt dabei und das macht mir dann schon ein bisschen Spaß. Aber ja, ich werde also auf dem Server bleiben, Egwin, Allianz, ich werde meinen Paladin spielen statt meinen Priester, das ist mein Plan bis jetzt, kann sich natürlich alles ändern, ne? Schauen wir mal. Und die Gilde, wir werden die Gilde reaktivieren.
Wir hatten in BFA eine gute Zeit am Anfang der Expansion. Wir hatten viele aktive Leute in der Gilde, die gelevelt haben, die gespielt und getwinkt haben. Wir hatten einen Raid, wir haben Uldia geklärt, sogar heroisch. Wir haben, was kam danach? Kam dann schon Schlacht um Dazar Alor? Ja, ich glaube, ne? Auf jeden Fall haben wir da auch geradet, Normal haben wir geklärt, HC haben wir da nicht mehr geschafft, da sind dann langsam die Leute abgehauen. Und mit 8.2 ist die Gilde dann mehr oder weniger ausgestorben, weil echt viele Leute einfach aufgehört haben. Auch ich, ne, weil es halt einfach langweilig war. Und der Raid war nicht schön und Nasjatar war zu grindy und nervig und ihr kennt die Gründe. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Jedenfalls wollen wir die Gilde reaktivieren. Es wird keinen Gilden-Raid geben. Aber da die Gilde ja eine Community-Gilde ist, werden wir sie trotzdem managen, um den Viewer-Raid, also den Zuschauer-Raid auf Twitch mit zu organisieren. Wir haben das in der Vergangenheit so gemacht und es hat ziemlich gut funktioniert. Das bedeutet, wer in der Gilde drin ist, kann sich über den Kalender zum Raid anmelden und ist safe dabei. Und dann wird aufgefüllt mit Zuschauern aus dem Twitch-Chat, die von anderen Servern sind oder von anderen Gilden oder was auch immer. Das haben wir in der Vergangenheit so gemacht, das hat gut funktioniert, das machen wir wieder so. Ne? Dadurch haben die Leute einen Anreiz, in die Gilde zu kommen oder sich einen Twink in der Gilde zu machen und sich einen Raid-Platz zu ergattern und dann schauen wir noch, mit wem wir noch auffüllen von Twitch. Das war eigentlich immer eine gute Sache, finde ich, ein gutes System und das werden wir auch weiterhin so machen. Genau. Das sind so einfach die Pläne für Shadowlands, ne? Aus der Beta ein paar Videos rausholen, gucken, was geht, ein bisschen vergleichen. Und in Shadowlands, wenn es dann released, schauen wir uns auf jeden Fall den ersten Raid an. Ich kann euch nicht versprechen, dass die Gilde durchs ganze Addon hin aktiv ist. Oder ich würde auch, wenn ich euch wäre, nicht mit einem Main extra nach Egwin transen und solche Späßchen, das hatten wir alle schon. Macht es nicht. Spielt euch einen Charakter hoch auf Egwin. Vielleicht jetzt noch, ne? Es gibt ja noch diesen 100% XP Corona-Buff, bis der Pre-Patch kommt. Spielt euch jetzt noch einen Char hoch auf Egwin, wenn ihr dabei sein wollt. Oder wenn ihr da schon einen Twink habt, macht den von 110 auf 120 oder was auch immer. Aber bleibt mit eurem Main, wo ihr seid. Und kommt einfach so just for fun in die Gilde. Und dann können wir in Shadowlands zusammen durchstarten. Ein bisschen leveln, bisschen Dungeons laufen, ein bisschen M-Plussen, bisschen PvPen. Einfach gucken, was geht, ne? Und wenn das Addon gut ist, Shadowlands, dann sehe ich durchaus, dass die Gilde aktiv bleibt bis am Ende. Wenn es allerdings dann auch wieder so, weiß nicht, zu grindy oder zu boring wird oder kein Content hat, kann halt passieren, was immer passiert. Und die Gilde stirbt wieder aus. Ne? Wir hatten diese Zyklen immer in der Vergangenheit. Ich glaube, das einzige Addon, wo die Gilde durchgehend geradet hat und aktiv war, war Legion. Da haben wir von Anfang bis Ende hatten wir immer viel los in der Gilde. Und Raids und Achievement Runs, ne? Wir haben ja auch diesen schönen Titel gemacht von Helljahr, mythisch, wo man der Auserwählte war das. Wir haben Herold der Titanen gemacht. Die ganzen Sachen, das war sogar noch mit Warlords of Draenor. Also, wir haben Potenzial. Wir brauchen nur die Leute dafür. Und Shadowlands muss natürlich gut werden, weil sonst haben wir die Leute nicht, weil sie wieder gehen. Aber ja, einfach so viel dazu. Kleiner Ausblick in die Beta, kleiner Ausblick, wenn Shadowlands released. Mehr will ich jetzt gar nicht rumlabern, nur damit ihr mal informiert seid und Bescheid wisst, was so meine Pläne sind. Vielen Dank fürs Reinschauen, ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.